Noch mal schnell. Ah, Kacke. Nice. So. Ja, dann greifen wir ihn jetzt noch mal richtig an. Mein Ryu hat es immerhin im ersten Kampf zum zum Scheitern gebracht. Dürfte der ja... Ja, ordentlich einzacken. Aber glaubt mir, es gibt noch teurere Zauber als Zap, also was weiß ich mehr. 24 ist zwar eine Menge, aber das wird nur sehr viel teurer. So, gleich ist ja Geschichte. 281 nur noch. Und Melania ist gar nicht ausgerastet im Bosskampf, das wundert mich eigentlich. Normalerweise wäre das jetzt ihr Punkt gewesen. Und, wow! Hier haben wir jetzt unser erstes Skillbuch erhalten. Nice. Ja, erster Bosskampf. Ging doch noch ganz leicht daher. Ach, du hast Spezialpunkte. Fast keine Magiepunkte. Abenteuerbuch. Sehr schön. Und einen ganzen Haufen Erfahrungspunkte. Fehlen ein extra Level. Sehr nice. Du hast ein Skillbuch behalten. Du kannst es ja im Ausrüsten-Power-Menü auswählen. Was? Nun, das hat echt gut getan, aber... Might is weg. Wir müssen hier wahrscheinlich campen, solange er an alter Schwäche stirbt. Nun, was machen wir? Bei der Geschwindigkeit? Bei was? Geschieht dir recht, mit den Flügeln von Weimar zu spielen? Was war das? Was bist du? Oh, habe ich das nicht gerade laut gesagt? Nun, never mind. wir wären ja sicher in Schwierigkeiten gewesen. Was würden wir... was würde nur passiert werden, wenn du nicht, ja, zu uns gekommen wärst? Ach, vergiss es. Lass uns nun eine Medaille holen. Oh, stimmt. Ja, wo auch immer die ist. Ich glaube nicht, dass das Vieh die wirklich hatte. Und mal ganz unter uns. Warum hat Melania das nicht gleich vor dem Bosskampf gemacht? Das Vieh einfach verbrennen? Und das Vieh hatte das Ding wirklich... Was soll das damit? Naja, Wonesmell, so. Hier ist sie. Nur wegen euch, danke vielmals. Nun, warte eine Sekunde. Hat sie oder hat sie nicht sich selbst als die Flügel von Weimar bezeichnet? Was? Ich weiß nicht, worüber du da redest. Los, lass uns zurückgehen. Ich fühle mich so schlecht, da... I feel so bad about making... Achso, ich fühle mich so schlecht, dass sich alle über mich Sorgen machen. Lollipop Lane, Kid. Lollipop Lane. Ich glaube, er meint damit sowas wie, weiß ich nicht. Wir sind ja nicht auf dem Ponyhof. Ja, jedenfalls, das Vieh ist jetzt... Ja, Brutzel, ne? So. Obwohl er eigentlich ja schon im Kampf besiegt war. Viel mehr ist jetzt hier auch nicht. Gut. Ich dachte, hier wäre noch irgendwas. Aber gut, wir haben das Skillbuch erhalten. Das Skillbuch ist nämlich wie das Mana-Ei ungefähr. So in der Art. Nein, nicht, nicht Skill-Equip. Power-Up nämlich. Wir können einmal ja die Spezialtechniken verbessern von unseren Charakteren. Was wir übrigens auch mal, finde ich, tun sollten. Wir haben 1500 knapp. Ich würde sagen, dafür können wir Melania ihren zweiten Move beibringen. Das ist nämlich der Deadly Heal Crush. Der ist nämlich sehr lustig. Deadly Heal Attacks selbst Enemy Spirit. Ja. Geht auch nur auf einen, aber ist, glaube ich, noch ein bisschen stärker, wenn mich nicht alles täuscht. So.
Aber ihm sind die Angriffe hier auch zu lernen relativ teuer. Aber Yulu hat auch schon zwei, deswegen würde ich sagen, bringen wir ihm auch schon noch einen zweiten bei. Ich weiß jetzt nicht, was am meisten Sinn macht. Legendäre esoterische Attacke auf einen Gegner. Attacke bei großem Schneeballwurf. Und bei allen Gegnern Status Disorders. Statuseinschränkungen. Ja, beseitigen. Das ist natürlich sehr sinnvoll, aber ich weiß nicht. Ich glaube, wir bringen erstmal im zweiten Ball. So, das mache ich nicht der. Two Dragon Wise Cut heißt der, glaube ich. Er ist nämlich auch sehr, sehr, ja. Naja, nützlich wird er noch, wenn man den ein bisschen levelt. Das ist nämlich mitunter ja, seiner stärksten Attacken. Wenn man den ordentlich levelt, hat man dann einen tollen Angriff mit ihm. Ja, Millennia hat jetzt keine mehr zum Lernen. Allerdings, wenn man die alle hochlevelt, dann ist es auch richtig, naja, furchteinflößend. Ja, und dafür müssen wir noch ein bisschen mehr kriegen. Also Magiepunkte können wir auch verbraten. Haben wir auch schon hier ziemlich viele. Ich würde sagen, Call up Energy. Genau, Yudo hat keinen ordentlichen Angriffszauber. Den gebe ich ihm jetzt erstmal mit Beben. Sehr nice. Hat er jetzt nämlich auch einen. Chaos Egg. Was haben wir hier? Tag Wind Tornado Energy. Ja, du hast eigentlich schon ziemlich viele Angriffszauber, ne? Sie kann auch heilen, okay. Obwohl es Feuer, Wind, Blitz ist, lernt sie auch den Heilen 1. Das ist interessant. Ja, gucken wir nochmal im Skillbuch. Das ist nämlich ganz interessant. Hier können wir verschiedene Statusverbesserungen vornehmen. Hier können wir nämlich zum Beispiel 50 bis 800 Maximum HP, also plus HP können wir hier quasi investieren. Hier können wir plus Stärke investieren, plus Vitalität, plus Geschwindigkeit und die hier können wir die Ausführungszeit für Itembefehle verringern. Das sind alles so, sag ich mal, Bonus-C oder Plus-C für die jeweiligen Charaktere. Die kann man natürlich auch frei den Charakteren zuordnen. Ja, und wenn man die alle hier quasi, sag ich mal, gelernt hat, kriegt man hier noch einen ganz besonderen immer Move oder Verbesserung zum Lernen. Dafür muss man nur erstmal alle, wie gesagt, gelernt haben. Grün heißt der Spezialpunkt, da haben wir auch nicht mehr so viele. Mal plus Stärke wäre schon ganz nice. Deswegen würde ich sagen, investieren wir das mal. Und geben das nämlich, wenn wir jetzt nämlich auf Skill Equip gehen, können wir jetzt nämlich Ryudo aus dem Adventure Buch plus Stärke verleihen. Und zwar bringt das, ich weiß es gar nicht, was hat das jetzt gebracht? Genau, 10. Plus 10 und wenn man da 5 Sterne hat, gibt es sogar plus 50. Jetzt hat er 10 Stärke mehr. Mehr Angriff, ne? Das ist, so, so funktioniert das. Nur jetzt haben wir fast überhaupt keine Punkte mehr. Bei Magie könnte man nochmal gucken, was wir noch so lernen können. Bei Rowan lernt er auch ganz neue Zauber. Aber auch nicht so wirklich viele. Man könnte noch ein paar Verbesserungen vornehmen, aber bei ihm ist das schon ganz okay. Bringen wir ihr noch Heuler bei. Ich weiß nicht, lernt sie schon wieder was Neues? In der Tat. Boosts Movement with the Tailwind für alle. Das ist natürlich sehr nice. Das ist nämlich Wanna. Und dann müsste das hier ja Kälte sein. Und jetzt haben wir überhaupt keine mehr. Sehr gut. Aber wenigstens haben wir jetzt ein paar mehr Zauber. Ja, und ganz einen Arsch voll Gold. Können wir uns ganz viele Sachen dann in, wie ist der Ort noch mal? Ich meine, Aegir, ne? Aegir. Können wir uns dann ganz viele neue Sachen kaufen. Ja, jetzt können wir aber erstmal wieder hier raus. Wir sind ja so gut wie durch. Ne? So, erstmal Recover. Ja. Speichern? Ja, warum nicht, ne? Falls das Spiel mal abscheißt, weiß ich nicht.
Und zwar auf ja, Durham Cave 1. Ja, genau. Speicherstand 1 ist ja jetzt unser Boss Safe Nummer 1. Genau. Jo. Dann müssen wir jetzt wieder hier rauskommen. Unversehrt. Nur wie? Wo ging das nochmal raus? Ach ja, genau. Ich bin da schon vorbeigelaufen. Wir haben ja einen Shortcut aktiviert hier durch den Felsen. Und Gegner kommen jetzt meine ich auch keine mehr. Bin ich mir zumindest sicher. Moment mal. Achso, das Ding geht so auf, ne? Und die anderen beiden nicht. Dann muss man den Felsen da drauf schieben. Gut. Ja. Ich habe noch eine Puffnut. Die kann ich dem Carol noch geben. Gucken, was dann passiert. Ob wir dann wirklich irgendwas kriegen oder so, ob das Ding einfach nur wieder fröhlich ist. Ich meine, irgendwann bekommt man von den Viechern was. Die italienische Musik finde ich auch übrigens sehr geil. Die passt wirklich. Ach genau, hier müssen wir dann wieder durch die Höhle. Mal diese Höhlen hier gebaut hat. So. Wo war das Vieh? Genau, hier mal das meine ich. Hier runter. Ja. Aber was gebracht hat jetzt auch nicht weiter, ne? Gut. Dann können wir jetzt die Höhle wieder verlassen, ne? Immer wieder hier hoch. Mein eingesammelt haben wir auch alles. Oh, Dungeon, denke ich mal, abgeschlossen. Alles eingesammelt. Back to Aegir Town. Wie auch immer, ich wollte nicht euch zu lange bleiben. Und das Licht der Sonne. Ah, es brennt, es brennt. Ihr habt mir geglaubt, nicht? Ich sehe dich später, Judo. Grüß Elena von mir. Gern, ich bin ein bisschen müde. Ja, Judo, du hast richtig gehört. Milenia will uns jetzt verlassen. Mit ihren Flügeln, nehme ich an. Oder? Moment, was ist hier los? Stimmt, das war ja ganz anders. Das habe ich auch gar nicht mehr gewusst. Ja, Elena ist wieder da. Mr. Judo, was ist gerade passiert? Miss Melania ist doch nicht... Die Flügel ist doch nicht von den Flügeln von Weimar besessen, oder? Bitte erklär mir das. Nun, ja, wie sie ja bereits sagte. Was? Aber Weimar ist der Teufel. Aber Miss Melania ist so... so hübsch und nett. Elena, wach auf, Elena. Oh, guten Morgen, Judo. Wo bin ich? Nun, geht's sehr gut? Wie bin ich an diesen Ort gelangt? Ja, durch Milenia, ne? Ich glaube, Elena muss sich, während sie auf ihrem Zimmer dann war, in Milenia verwandelt haben. Und ja, das haben wir ja nicht so großartig mitbekommen, ne? Weil Milenia ist ja quasi die Flügel von Weimar, aber in Elenas Seele, wie uns das ja der Pfarrer von Carboa erzählt hat. Weimar besetzt die Seelen anderer Leute mit seinen Körperteilen. Sagst du die Wahrheit? Oder ist das weiter von deinen dummen Witzen? Wenn es so wäre, würdest du das nicht von
was würdest du das nicht wahrnehmen, oder? Sie nennt sich selbst Melania, aber sie sagt auch, dass sie die Flügel von Valmar sei. Das kann nicht sein. Ja, ist schon irgendwie ein bisschen böse, ne? Die Messdienerin der Kirche gerade vom Teufel besessen, naja. Miss Elena, ich habe sie auch gesehen. Dito. Ja, das heißt, Elena ist im Gamiatorsold von Valmar infiziert worden, sozusagen. Ja, in diesem Fall die Flügel. Sian, Sian, Söhnchen, du bist zurück. Nein, es ist schon wieder diese alte Bande. Ja, das hast du gut gemacht, Freund. Du hast wirklich, du hast also nicht nur Blödsinn geredet. Und wie ich sehe, hast du auch selbst... Moment, was? And I see you have yourself a few women here. Was? Achso, und wie ich sehe, hast du auch ein paar Frauen neben dir. Nun, ich sage dir, du bist ganz schön tough, Kleiner. Während während der anderen dessen Blut gefrieren ist, was? Also eine Alli, ihr wisst, was ich meine. Nun wirklich, ich würde das gerne sehen. Vielleicht beim nächsten Mal. Das kann nicht sein. Letzte Nacht. Diese Frau ist eine böse Inkarnation. Sie bringt nichts als Pech. Am wenigsten glaubt uns Elena, das ist schon mal gut. Nun ist das so. Nun ist das so. Ich denke, sie ist nicht sehr viel anders als die andere Frau. Ich kann ja von einer Frau erzählen, die mich zum Nachdenken bringt, Liebling. Was? So? Was bedeutet das nochmal? Ach, Kacke. ich bin mir nicht sicher, ob Melania böse ist oder nicht. Ja, sie macht jedenfalls nicht den Eindruck, ne? Gut, manchmal. Ich meine, Minotaurus hat sie wirklich verbrutzelt. Was sie halt schon vorher machen, ne?